Kaum wurde Hearthstone angekündigt, gibt es schon wieder frische Gerüchte aus dem Hause Blizzard. Diesmal geht es aber um Titan, das nächste MMO. Suse, was ist denn diesmal alles so dran an den Gerüchten und wo kommen sie her? Eine Webseite namens titanfocus.info hat Informationen bekommen, so vor etwa einer Woche, sagen sie. Der Autor hat gesagt, die hat ja von einer Quelle, die relativ glaubwürdig ist, also vermutlich irgendjemand aus dem Team von Blizzard. Und dementsprechend glaubt er auch, dass relativ viel dran ist an dem, was er so erfahren hat. Und da sind dann so Geschichten bei, wie beispielsweise, dass es natürlich ein MMO ist. Das ist natürlich hinlänglich bekannt. Was genau für ein MMO ist noch nicht sicher. Es soll aber Kampf drin geben. Man steuert einen Charakter über die dritte Person, also Third-Person-Perspektive. Soll aber bei bestimmten Events auch Ego-Perspektive geben. Alles an Waffen soll vorhanden sein, über Schießeisen bis hin zu Magie. Mehr über die genauen Spielinhalte weiß man allerdings auch nicht, selbst nicht aus diesen Gerüchten heraus. Das ist aber schon doch relativ genau, dass man weiß, welche Personenansicht oder sonst was das sein soll. Es wurde auch ein bisschen was zum Hintergrund des Spiels irgendwie da erzählt, wann es spielen soll und wo, oder? Ja, es soll wohl auf der Erde spielen, allerdings soll auch viele fiktionale Inhalte drin sein. Es wird auch gemunkelt, dass es um die griechische, römische und nordische Mythologie geht, also dass da diverse Mythen mit eingebaut sind. Und es soll natürlich auch Verbindungen zu Warcraft geben. Das heißt, in dem Sinne hauptsächlich als Easter Eggs, das kennt man ja, Blizzard-Entwickler sind da ja sehr hinterher, in anderen Spielen Hinweise auf ihre anderen Spiele einzubauen. Aber es soll auch irgendwie einen Austausch geben von Charakteren. Ich vermute eher von NPCs statt von wirklichen Spielercharakteren. Das heißt, dass man Charaktere aus World of Warcraft auch in Titan sieht und andersrum. Aber wie genau das funktionieren soll, das weiß keiner. Das weiß bis jetzt keiner. Blizzard hat natürlich auch die Füße stillgehalten und nichts zu diesen Gerüchten gesagt. Deswegen sind es halt auch einfach nur Gerüchte. Aber immerhin gibt es auch ein paar Sachen, die sind natürlich plausibel, die man sich vorher denken kann. Beispielsweise, dass auf der BlizzCon 2013 ein Teaser gezeigt werden soll. Die findet ja dann auch in diesem Jahr noch Ende dieses Jahres statt. Zusätzlich dazu, dass es auch Informationen zur Erweiterung zu StarCraft 2, Diablo 3 und World of Warcraft geben sollte. Das sind auch eher Dinge, die man erwarten würde als Blizzard-Fan. Okay, es ist also eine Mischung aus neuem Kram und Sachen, die jetzt vielleicht eigentlich so wirklich überraschen. Aber wie ist denn die ganze Geschichte von Titan? Man weiß ja praktisch nichts darüber, aber wo kam das überhaupt her? Die Gerüchte, es kam irgendwann mal auf. Es gab diesen Produktionssheet, der mal geleakt wurde, dass Blizzard an einem neuen MMO arbeiten würde. Daran stand halt auch der Fahrplan für World of Warcraft-Erweiterung und ähnlichen Kram drin. Irgendwann wurde dann mal bestätigt, ja, wir arbeiten an einem neuen MMO, das soll sehr soziale Aspekte insbesondere beinhalten und es soll nicht auf irgendeinem Franchise basieren, das es bis jetzt schon gibt. Das heißt also irgendwas komplett Neues, das sind aber halt auch die einzigen Fakten, die wirklich gesichert sind. Und seitdem erfährt man immer so in diesen Conference Calls, die Activision Blizzard ja häufiger veranstaltet, einmal im Vierteljahr, dass da an irgendeinem MMO gearbeitet wird, aber genaueres wird halt nicht bekannt gegeben. Aber ein Sammelkartenspiel wird es dann doch nicht? Ich vermute nicht, nee. Wie gesagt, es soll halt sehr viele soziale Aspekte abdecken. Außerdem kam auch im Rahmen dieser Gerüchte herum, dass man sich sehr auf E-Sports konzentrieren will. Blizzard ist ja relativ bekannt dafür, dass sie jetzt mit StarCraft sowieso den E-Sport-Erfolg haben, dann auch World of Warcraft die Arenen eingeführt haben. In Hearthstone soll es ja auch Shoutcasting geben, was ich ganz besonders spannend finde. Und dementsprechend soll auch Titan in die Richtung entwickelt werden, damit das Ganze halt irgendwie ein E-Sport-Erfolg wird. Ich frage mich noch ganz, wie das Ganze funktionieren soll, da man halt nichts Genaues darüber weiß, ob sich das überhaupt anbietet oder nicht. Klingt das für dich nach Next Gen, wie es immer angekündigt wird? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es hieß ja auch innerhalb der Gerüchte, dass es vorerst für einen PC entwickelt werden soll. Es wäre aber möglich, dass natürlich eine nachträgliche Portierung auf die Konsolen stattfinden würde. Es hieß auch, es soll ein Tab-Kampfsystem geben. Das heißt, man schaltet irgendwie dann doch die Gegner auf. Das ist jetzt nicht sonderlich Next-Gen, wie ich finde, um genau zu sein. Muss man abwarten, bis man tatsächlich wirklich was sieht. Es heißt, dass, also laut der Gerüchte, soll im Frühjahr 2014 die Friends and Family Alpha starten. Dann irgendwann später natürlich auch mal eine Beta und dann wird man tatsächlich wissen, was ist jetzt Titan, wie heißt es eigentlich wirklich, weil Project Titan ist nur ein Arbeitstitel und dementsprechend
Müssen wir abwarten, Füße stillhalten. Es gibt halt ein paar Sachen, die aus den Gerüchten plausibel klingen, dadurch, dass sie halt auch logisch erscheinen. Ein paar andere Sachen, da denkt man sich, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vor allem diese Mythologie-Anspielungen finde ich interessant. Kommt ja im Fantasy-Bereich gerne mal vor, muss ich ehrlich so sagen. Schauen wir mal, was kommt. Okay, wenn die Gerüchte stimmen, wissen wir ja zur BlizzCon 2013 mehr. Ja, auf jeden Fall. Also ich erwarte mir zumindest einen interessanten Teaser. Sie machen ja gerne schöne Cinematics und so einen Spaß. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Okay, danke.